Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Handball Hacks. Und das Video, das du jetzt sehen wirst, ist so 1:1 aus meinem Coaching Club. Im Coaching Club gibt es jeden Tag nur Übungen, Trainingseinheiten, Trainerwissen, alles was du als Trainer brauchst und auch so Videos, wie du es gleich sehen wirst, direkt aus der Halle gefilmt. Also, wenn du noch nicht Mitglied im Coaching Club bist, dann solltest du unbedingt auf handballhacks.com gehen und den Coaching Club auschecken. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Die Übung, die wir jetzt sehen, gehört noch zum erweiterten Aufwärmen. Und zwar müsst ihr zum Aufbau, nehmt ihr euch eine Linie, so wie hier, und hier auch eine Linie. Für zwei Gruppen sollte das dann am besten dann ja, im gleichen Ablauf aufgebaut werden, ne, dass die Plättchen hier auf der gleichen Stelle sind wie hier und in den gleichen Farben. Die Farben haben dann nämlich Bedeutung. Und hier sollen die Kinder es jetzt so machen, dass wenn ein Plättchen auf der Linie liegt, dort springen sie mit beiden Beinen, liegt das Plättchen rechts, dann springen sie dort mit dem rechten Fuß neben das Plättchen, nicht auf, liegt das Plättchen links neben der Linie, sollen sie da mit dem linken Fuß hinspringen. Und gleichzeitig dabei den Wurfarm oben halten. So geht es erstmal los und dann kommen gleich nach und nach verschiedene Übungen dazu. Das heißt, so sehen wir jetzt erstmal, wie die Kinder entweder beidbeinig oder einbeinig hier die Linie entlang springen. Und dann machen Sie einen kurzen Antritt zur Mittellinie. Jetzt sollen die Kinder bei jedem orangenen Plättchen eine Wurfausführung machen. Ne? Quasi wie eine Wurftäuschung oder wie eine Passtäuschung. Das heißt, dort, wo es orangene Plättchen ist, einmal kurz anhalten, so wie die Kinder es hier machen. Und dort dann eine Wurffinte, eine Wurfausführung machen. Manche Kinder machen das sehr, sehr schön, manche Kinder machen das nur klein gerade, da korrigiert Enrik das jetzt gleich auch einmal. Ne? Das ist auf jeden Fall die Aufgabe, Wurfausführung an jedem orangenen Plättchen. Na, hier sehen wir es ganz schön, er nimmt sich richtig Zeit, der Graue, und macht da jedes Mal eine ordentliche Wurffinte. Jetzt kommt noch eine Sache dazu, und zwar jedes Mal, wenn ein gelbes Plättchen in der Mitte ist, sollen sie das gelbe Plättchen mit dem Ball berühren, aber nur, wenn es in der Mitte ist. Ja? Manche machen das auch bei dem gelben Plättchen, wenn es hier außen war, angesagt war, nur, wenn es in der Mitte ist. Ja, und so merkt ihr schon, kann man mit den Farben sehr, sehr wunderbar spielen und dort Aufgaben hinzufügen. Jetzt kommt etwas Komplexeres hinzu, und zwar jedes Mal, wenn eine Wurftäuschung gemacht wurde, also jedes Mal nach einem orangenen Plättchen, soll auf dem nächsten Plättchen mit dem Fuß wirklich auf dem Plättchen gelandet werden. Vorher sollten sie einfach nur daneben springen, nach jedem orangenen, also nach jeder Wurftäuschung jetzt wirklich auf dem Plättchen landen. Wenn das Plättchen in der Mitte ist, dann auch wirklich mit beiden Füßen auf dem Plättchen landen. Ja. Gucken wir uns hier auch den Durchgang einmal an. Wir sehen schon, alle anderen Sachen bleiben natürlich auch dabei. Auch das Gelbe in der Mitte mit dem Ball berühren, alles bleibt da. Die Kinder haben jetzt schon mittlerweile drei Aufgaben gleichzeitig. Man merkt, wie das Gehirn immer und immer mehr rattern muss. Und auch der Antritt danach bleibt natürlich da weiterhin bei. Und als letzte Steigerung kommen direkt zwei Aufgaben noch dazu. Bei jedem blauen Plättchen einmal nach der Landung eine 360-Grad-Drehung machen und bei jeder Farbe, wenn sie drauf springen, die ein E enthält, soll E gesagt werden. Also bei Gelb, bei Orange muss zum Beispiel E gesagt werden, bei Rot und Blau nicht. Und dafür spiele ich euch das Video jetzt hier einmal mit Sound ab, dass ihr da die Kinder ordentlich arbeiten hört. Und ich berühre immer noch das Plättchen. E.